Chat, ich mach's kurz und knapp. Ich muss euch was sagen. Dicker, jetzt kommt ein ganz kurzer Real Talk zu einem gewissen Thema. Ich habe meinen ersten YouTube-Kanal erstellt. Wir können ganz kurz schauen. 2011. Meinen offiziellen ersten YouTube-Kanal, ja? Und davor hatte ich schon andere YouTube-Kanäle. 2009 habe ich mein erstes YouTube-Video hochgeladen. Das sind jetzt über 10 Jahre. 11 Jahre, um genau zu sein. Das erste Video habe ich hochgeladen. Das ist übrigens das hier. Ja, ja. Das kam am 29.11.2011. Dann habe ich irgendwann diesen Kanal zurückgelassen und habe gesagt, okay, alright, ich möchte einen neuen Kanal machen. Den habe ich dann gegründet und das ist der hier. Das ist jetzt mein aktueller Kanal. Auf dem Kanal sind hochgeladen worden 4.711 Videos, 3,3 Millionen Abonnenten. Und das erste Mal hochgeladen habe ich, glaube ich, am 28.07.2013, also 5.07. wurde das Ding gegründet. Und das sind jetzt tatsächlich, ich habe es eben mal nachgerechnet, das sind vom 29.07.2013, ja, da wurde mein erster Upload gemacht auf diesem Kanal, bis heute 12.08.2021. sind das 2.936 Tage. 2.936 Tage. So, jetzt geht's noch einen Schritt weiter. Habe ich geguckt. Okay, 4.711 Videos. 4.711 Videos an 2.936 Tagen. Wenn ich das jetzt umrechne, sind das knapp 1,6 Videos pro Tag. Also, ich glaube, wenn ich die ganze Zeit jetzt so zurückdenke, dann sind das tatsächlich an der Stelle, glaube ich, maximal 10, 12 Tage, an denen ich kein Video hochgeladen habe. Ich habe durchgehend hochgeladen. Wenn man jetzt noch so Kanäle wie Revi-Gang und sowas, das ist ja nicht viel Aufwand, das ist Reaction-Kram und sowas. Der hat ja mittlerweile auch echt eine beträchtliche Zahl an Subs. Ich weiß gar nicht, wie viele es sind. Ja, 450.000, 441.000. Da sind auch fast 900 Videos drauf. Das ist ja schon echt sehr, 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 sehr lange. Und es sind ja auch immer wieder verschiedene Projekte dabei gewesen. UFO war ein Projekt an sich, Streaming ist ein Projekt an sich, das Label ist ein Projekt an sich, Not So Cool. Die ganzen Sachen, die wir gemacht haben, sind hier sehr viele Dinge gewesen. Und jetzt ist mir in den letzten Wochen so ein bisschen was klar geworden. Ich habe in den letzten Wochen sehr viel nachgedacht, bin überhaupt nicht zufrieden mit meinem Content. Ihr wisst, dass auch eine große Änderung ansteht, was meinen Content angeht, weil da einfach Sachen sind, die mich abgefuckt haben. So, ich will kein 0815 Gaming-Kanal mehr sein. Ich könnte mein Leben wirklich chillen. Ich könnte mein Leben absolut chillen. Und das wisst ihr. Ich könnte hingehen und jetzt einfach jeden Tag ein Minecraft-Video hochladen oder ein GTA-Video, so wie es iCrimex es macht. No front an der Stelle dazu. Finde ich mega cool, dass die Jungs weiterhin so durchziehen. Ich habe darauf aber keinen Bock mehr. Ich möchte weiter IRL-Shit machen, ich möchte weiter Vlogging machen und ich möchte tatsächlich weiter neuen Content machen, den ich so noch nicht irgendwie gemacht habe. So. Ich habe in letzter Zeit aber auch sehr, sehr viele andere Projekte angefangen und sehr viel Stress. Und das kann ich ganz ehrlich zu euch sagen, so ich hab sehr viel mentalen Stress, so wenn man Twitter-Grind mitbekommt, ey, ganz ehrlich, der kriegt mit, so ich bin durchgehend irgendwie nicht so hundertprozentig gut drauf, ich lass Streams ausfallen und so, ich bin einfach nicht so 100% there, so for it, you know? Das Ding ist, wenn ich eine Sache mache, dann möchte ich da immer 100, 110, 120, 130% geben. OnlyFans ist es nicht, Chat. Ich habe auch mittlerweile, muss ich ehrlich sagen, so ein paar Geschichten, wo ich sage, ey, das ist dann nicht so gesund. So, ich schlafe sehr schlecht, ich kann mich nicht auf irgendeine Person einlassen, keine Ahnung, so auch kein Geheimnis. Ich hab mal hier, mal da, huhuhihi, krieg's aber halt gar nicht unter den Hut irgendwie, mich auf eine ernsthafte Beziehung irgendwie einzulassen, weil mich so viele Sachen im Kopf ständig beschäftigen und Kopf, so, das sind sehr viele Sachen. Zusätzlich dazu ist es auch so, dass ich zum Teil auch, muss ich ehrlich sagen, so fast schon körperliche Folgen habe. Ich habe wieder Probleme mit Sodbrennen, ich habe super viel, also so kranke Erschöpfungserscheinungen und sowas, also Dinge, die halt überhaupt nicht gesund sind. So. Ich habe lange überlegt, wie ich es mache. Am 1.11. möchte ich wieder komplett durchstarten. Am 1.11. möchte ich wirklich wieder 110% geben. Vielleicht wird es der 15.11. Das ist ein Projekt. Das kann ich euch sagen. Ich sage es straight up heraus. 11.000 Euro Miete im Monat, die ich da zahle für ein Ding, ein Content-Hub, was es so noch nicht gibt. Da ist noch ein anderer Creator mit dabei. Das ist ein großes finanzielles Risiko, aber es wird insane nice. Es wird insane geil. So, ich möchte aber diese Sache vernünftig angehen und ich möchte diese Sache vor allen Dingen mit der richtigen Energie angehen. Und ich kann das gerade nicht. Ich kann das gerade nicht, weil mich viel zu viele Dinge einfach beschäftigen und weil mein Kopf tatsächlich durchgehend gefickt ist, so von verschiedensten Dingen. Ich bin beteiligt in, keine Ahnung, 4 Companies. Ich habe den ganzen Immobilienkram. Das ist kein Meckern auf hohem Niveau. Es ist einfach auch keine Legitimation dafür. Aber es sind gerade sehr viele Sachen, die tatsächlich super, super anstrengend sind tatsächlich. Ne? Dementsprechend, ich sag's einfach, wie es ist. Ich habe mich dazu entschlossen. Das habe ich noch nie gemacht und ich habe mir sehr lange Gedanken darüber gemacht, mit verschiedenen Leuten noch darüber gesprochen und das ist eine Sache, die eigentlich für mich niemals in Frage gekommen ist. Ich habe mir nie wirklich eine Auszeit genommen und wenn ich ehrlich bin, ist das jetzt auch der dümmste Zeitpunkt dafür, weil das Sommer
Sommerloch hört gerade auf. Die CPM auf YouTube schmeckt gerade anders gut. Wir verdienen alle gutes Geld. Am klügsten ist es so wie alles zu machen, einfach im Januar zu machen. So. Aber ich bin ehrlich zu euch, Mann. Ich brauche eine Auszeit. Ich brauche eine Pause. Ich brauche eine fette, fette Pause. Und die werde ich nächsten Monat mir nehmen. Ich mache erstmal einen Monat. Ich habe noch zwei Events, die anstehen. Ich werde nichts hochladen. Ich werde nicht auf Instagram sein. Ich werde wahrscheinlich nichts tweeten. Ich werde keine Streams auch leider machen. Alles in Vorbereitung auf das neue Ich und auf den neuen Content, der da folgt. Das ist eine Sache, die wirklich mir persönlich sehr schwer fällt, weil ich die letzten 11 Jahre 110% oder die letzten 10 Jahre 110% nur für diesen Job gelebt habe. Versteht ihr, was ich meine? Also ich habe wirklich 110% dafür gelebt. Ich habe daran auch eine Beziehung verloren. Das kann ich ganz ehrlich so sagen. Das ist auch ein Zeitpunkt gewesen, sicherlich, dass das Ding mit Jody mir auch daran irgendwie, weil ich einfach zu viel gemacht habe, zu wenig auf mich selbst gehört habe, einfach, dass es halt einfach daran ging. Ich habe ja sowieso schon sehr viel weniger hochgeladen. Ich bin ja auf ein Video runter. Aber das hat nicht gereicht. So, es hat nicht gereicht. Ich bin emotionally drained. Ich bin wirklich echt gut am Ende und ich werde mir ja nächsten Monat, stehen noch zwei Events an. Das eine ist Utopia, wo ich dabei bin. Das andere Event ist noch geheim. Ist eine Geschichte mit Papa Platte zusammen. Diese zwei Events werde ich machen, aber in der Zwischenzeit werdet ihr von mir nichts sehen. Ich habe noch kein genaues Datum. Das werde ich auch noch wann anders dann kommunizieren. Aber ich muss mir einfach eine Auszeit nehmen. Ich muss mir einfach eine Pause nehmen, weil sonst bin ich komplett raus. Wisst ihr, was ich meine? Die habe ich mir definitiv verdient, aber es fällt mir wirklich sehr schwer, bewusst hinzugehen, zu sagen, ey, ich pausiere jetzt. Weil das ist eine Sache, die hätte ich schon viel früher machen müssen. Ich sag auch ehrlich, so wie es ist, ich kenne wenig Leute, die so viel durchgezogen haben wie ich. Das ist einfach so, die durchgehend tatsächlich so am Start gewesen sind. Das sage ich jetzt nicht, um mich selbst zu beweihräuchern oder um irgendwie zu sagen, hey, guck, wie krass ich bin, bla 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 bla. Dankeschön, Chat, Kuss für den Support. Aber so ist es halt so. Wenn ich jetzt nicht die Reißleine ziehe und mir wirklich einen Monat, anderthalb Monate Zeit nehme, zwei Monate Zeit nehme, um mich auf den neuen Content vorzubereiten, und das sage ich euch, das ist eine Sache, da stehe ich, wie gesagt, das ist ein großes finanzielles Invest für mich, aber auch eine Leidenschaftsgeschichte. Ich will mein Geld, was ich mache, direkt wieder da rein investieren, weil ich einfach Bock habe, das Game neu aufzurollen. Ich hab die Möglichkeit, jetzt entweder mache ich so weiter und habe in einem halben Jahr keinen Bock mehr auf YouTube, oder ich nehme jetzt die Pause und fange was komplett Neues an. Und dementsprechend werde ich eine Pause machen. Ich werd eiskalt eine Pause machen. Dankeschön für die Subs und für den Support hier an der Stelle. Ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen. Ich brauche das einfach. Es geht nicht anders so. Ich habe, wie gesagt, jahrelang durchgeackert. Und auch Mykonos und sowas, auch wenn das nur ein Suffurlaub war. Trotzdem filmt man da, trotzdem lädt man da hoch, trotzdem macht man da Dinge auch im Hintergrund. Ich habe trotzdem Business Calls gehabt. Ich habe nie in den letzten 10 Jahren, und das ist, wie gesagt, kein Meckern, ich habe mir das selber ausgesucht und das ist meine eigene Entscheidung, ja. Aber ich habe nie in den letzten Jahren tatsächlich einen richtigen Offline-Monat oder eine Offline-Woche gehabt. Das geht nicht. Das funktioniert nicht, das kann ich nicht, weil ich zu viele Verpflichtungen habe und zu vielen Leuten gerecht werden muss. Aber das passiert jetzt halt einfach mal. Und ich bin mal gespannt, wie ich damit da zurechtkomme und was für Auswirkungen das hat. Und ich freue mich dann auf jeden Fall wieder im Winter auf 100% am Start zu sein. Wie gesagt, es gäbe sicherlich bessere Zeitpunkte. Wahrscheinlich hätte ich das am besten im Januar gemacht. Das dauert auch noch tatsächlich jetzt einen Monat, bis es wirklich richtig losgeht. Sollten aber jetzt, so wie die Tage auch schon mal versetzt, Videos ausfallen oder es kommt kein Upload, dann liegt es einfach daran, dass ich das nicht fühle und ich lieber gar nichts hochlade als einen Haufen Scheiße. Weil das habe ich nicht nötig und ich möchte einfach Dinge hochladen, die entertaining und nice sind. So. Ja, bleibt euch frei zu entscheiden, ob ihr weiter am Start seid oder nicht. Ich sag's euch, wie es ist. Das, was da auf euch zukommt, wird eine sehr geile Nummer. Craft Attack 9 bin ich natürlich am Start und ich freue mich, wie gesagt, sehr, sehr darauf, jetzt nochmal komplett den Neustart zu wagen. Wie gesagt, 2936 Tage quasi durchgehend quasi fast geackert. Es war durchgehend so, dass ich immer wieder, auch wenn Familie und sowas da war, Mann, ich brauch's gar nicht erklären, es ist meine eigene Wahl gewesen. Ich sag's euch nur, wie es ist. Ich nehme diese Pause, ich werde auch noch genau kommunizieren, wann die kommt und alles Weitere wird sich dann zeigen. Alright, Chat? Ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen. Kuss für den Support. Danke, dass ihr hier so support und ehrlich seid und schauen wir mal, was den Monat jetzt noch an funny Content kommt und dann gönnt sich mein ganzes Team, nicht nur ich, sondern auch das ganze Team, mehrere Companies, einfach eine Pause, weil wir wirklich auf dem Zahnfleisch sind. Ich sag's dir, wie es ist. Rumpfli, Dankeschön für die 100 Euro, Bro. What the fuck, man? Kuss. Das wäre jetzt nicht nötig gewesen. Ich will nur noch Sachen machen, die mir Spaß machen. Strumpfli, nochmal vielen, vielen Dank für die 100 Euro. Kuss, ich weiß das sehr zu schätzen. Vielen, vielen Dank, Mann. Ja, und ich würde sagen, so viel dazu. Alles Weitere wird sich dann tatsächlich noch zeigen. In diesem Sinne, das war's.